Dann kann ich viel probieren. Boah, Junge! Danke, Schwein. Ich bin bei meinen Bären. Mit Zwiebeln. Aber riechen tut sie nicht schlecht. Ja, probier mal. Okay, ich beginne, ja? Ja. Also erstmal mal zusammen die Grüße. Ja, ja, klar. Das ist Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha-Brothers. Jawohl, so sieht's aus. Heute gibt's mal wieder eine Tabakvorstellung, Vorstellung, was aktuell ist wieder auf dem Markt hier. Was brandneues haben wir hier Neues. Und zwar von Darkside Wetberry. So, dann kommen wir auf die Verpackung und den Schnitt erstmal zurück. Verpackt ist das Ganze hier in dieser, ich nenn's mal, gewöhnungsbedürftigen Pappverpackung. Ja. Ganz einfacher Pappschuhbord, da drin ist so ein Zip-Beutelchen. Also ich bin sehr enttäuscht, muss ich sagen. Die Verpackung finde ich absolut scheiße. Da könnte man nur eine richtige Dose mit dazu packen für den Preis, aber egal. Ja, wir haben das Ganze jetzt umgefüllt. Genau, wir haben das hier in diesen wunderschönen Becher umgefüllt. Schnitt ist wie immer sehr, sehr fein. Perfekt halt für Funnel geeignet, ja, oder wie ihr halt gerne Darkside raucht. Ich rauche zumindest immer im Funnel. Genau, wir bauen das Ganze heute im Oblaco. Das müsste der Oblaco M Wet Eye sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, wir gehen rein in den Kopfbau und dann sehen wir uns danach wieder. Das Ganze wird in so einem Pappschuber geliefert. Wir haben es jetzt umgefüllt in so eine schon vorgestellt? Schöne Dose. Genau. Habt ihr ja schon gesehen. Schnitt genauso. Preislich sind wir da bei 20,99 Euro. Also relativ teuer. Muss jeder selber wissen, ob er das für Tabak ausgibt. Wir haben es jetzt eigentlich größtenteils so gemacht, um euch... Wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, ja, wir haben den Tabak extra natürlich geholt, um ihn vorstellen zu können, weil ich bin gar nicht so ein krasser Darkside-Fan. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe Zwei Dosen, ja. Ich muss sagen, von den Sorten her, was man da auch kaufen kann, ist da wenig dabei, was mich persönlich anspricht, weil da viel rumgemanche ist, was mir nie so passt. Wetberry, den wir geholt haben, das Ganze soll Johannisbeere sein. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Genau. Ist auch nur irgendwas und nie irgendwas noch, was dazu gepanscht wurde. Das finde ich sehr gut, ist bei mir schon mal ein Pluspunkt. Bei mir auch. Und auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so den Hersteller vielleicht so feiern, beziehungsweise die Sorten, die es davon gibt, lassen wir uns natürlich auch gerne vom Gegenteil. Du hast da ein Stück Pizza in der... Genau. Lassen wir uns natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen und deswegen... Testen wir den heute mal einfach mal aus. Ich wollte noch irgendwas sagen. Gebaut haben wir das Ganze im Overpacking. Habt ihr schon gesehen? Hab ich schon gesehen. Zumindest leichtes Overpacking. Ja. Wir haben jetzt beide lange kein Overpacking mehr gebraucht. Deshalb schauen wir mal, wie es uns die Rübe wegquarzt. Die Kerbe ist auch schon dicht, wenn ich das sehen kann. Jo. Also da ragt nicht mehr rüber. Jo. Wir ziehen das Ganze an. Jo, und dann melden wir uns zurück. Und dann melden wir uns zurück. Haben wir was vergessen? Nee, ne? Ach, Geruch? Geruch? Meine Zeuge, komm aus der Übung, was ist denn los, Junge? Frisch riecht das Ganze, ja, obwohl da eigentlich nichts drin ist, was irgendeine Frische mit sich birgt. Dann riechst du halt dieses Bärenartige raus. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie Johannisbeere riecht, auch nicht, weil ich zu wenig Johannisbeere esse. Aber es riecht auf jeden Fall bärig. Johannisbeeren sind, glaube ich, die kleinen roten. Ja, genau. Was ich sagen kann, ich finde hier ist also so ein frischer Geruch, also so ein frischer Feeling kommt auf jeden Fall mit. So einen leichten Zentner-Eigengeruch hast du auch, finde ich. Ja, der Tabak-Eigengeruch meinst genau. du, ne? Ja. Man riecht wieder so eine Tabaknote durch. Ja, und dann so, was du auch so bei Bärenmix-Tabaksorten hast, du riechst irgendwas, was Bäre sein könnte. Aber ich könnte jetzt nie sagen, das ist die Johannisbeere. Nee. Deshalb habe ich ja auch gesagt, bärig. Ne? Okay. So Freunde, dann wird es jetzt allerdings höchste Zeit. Der Kopf, der qualmt schon neben uns fröhlich umher. Wir ziehen das Ganze jetzt an und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Rauchentwicklung. Alter, direkt voller Rauch. Und? Angebrannt ist nicht. Ist stark aber, finde ich. Oh ja, jetzt voll das Rohr. Sterb nicht gleich. Ich brauch dich noch. Alter, der klatscht gerade voll. Wenigstens für die Aufnahme. Oh, dreht das gerade. Alter, mich dreht's gerade so hart. Ich muss mal die Augen zumachen. Trink mal was. Also kurz aus dem Anziehen. Ich rauche eigentlich fast nur Virginia-Tabak. Gerade wieder den übelsten Nikotinflash gehabt.
Kleiner Tipp, am besten nach hinten lehnen, Augen kurz zumachen, Schluck trinken, das werde ich jetzt aufmachen. Ja, jetzt geht's. Nikotinflash überstanden. Wir kommen zur Rauchentwicklung, liebe Freunde. Ja. Das Ganze haben wir jetzt ein bisschen angeraucht mit 2 Kohlen. Wir haben jetzt für die Rauchentwicklung die 3. Kohle noch draufgelegt. Ja, der erste Zug, der war schon hammerhart. Bei ihm war es stärker, aber er hat nur den ersten genommen. Wir hatten die Kohlen relativ lange diesmal drauf, weil wir ein bisschen gequatscht hatten noch und ja, das hat man gemerkt. Na, also mich hat es auch nicht aus den Latschen gehebelt. Also schaut auf jeden Fall, wie ihr den raucht. Wir würden empfehlen, mit 2 Kohlen das anzurauchen und dann irgendwann die 3. dazuzulegen. Auf jeden Fall. Und ja, kommen wir zur Quarzentwicklung. Soll ich anfangen? Ja, fang an. Ja. Ging? Also lässt sich angespannt. Angespannt rauchen? Lässt sich angenehm rauchen. Das ist gut. Entspannt und angenehm, angespannt rauchen. So, dann nehme ich nochmal Züge dran. Jawohl, mein Sohn. Und ich würde sagen, wieder der obligatorische Zug zusammen. Ja, ja, das Bombe, schön dichter Rauch, aber das ist man ja sowieso vom Overpacking gewöhnt. Auf jeden Fall. Da ist er auch noch mal ein bisschen intensiver. Genau, lässt sich jetzt auch angenehm rauchen mit der 3. Kohle drauf. Ja, muss ich auch sagen, man hat kein Kratzen mehr. Wir hatten ja erst, wie gesagt, zu viel Hitze, deshalb das Kratzen. Jetzt geht es auf jeden Fall angenehmer als davor. Trotzdem erstmal eine Umstellung, wenn man lange kein Overpacking mehr geraucht hat. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man Overpacking und Dauerblend-Tabak sonst nicht gewohnt ist, dann klatscht das, wie gesagt, ordentlich rein. Wie gesagt, mein Tipp, holt euch was zu trinken nehmen. Das auf jeden Fall. Trinken muss immer am Start sein. Genau. Grundsätzlich beim Shisha-Rauchen eigentlich immer was zu trinken dabei. Also, geschmacklich spiegelt sich das Ganze relativ gut vom Geruch wieder. Man hat hier auf jeden Fall eine sehr süßliche Note am Start. Die Bärennote halt, Johannisbeere. Was Frisches kommt jetzt gar nicht mehr so rüber, wie man es eigentlich erst rausgerochen hatte, sondern halt wirklich nur diese süßliche, bärige Note. So würde ich es beschreiben. Geschmack schmeckt auf jeden Fall lecker. Im Großen und Ganzen schließe ich mich dem an. Eigentlich schließe ich mich dem sogar 1:1 an. Hey. Die Frische, also hast du halt nicht mehr. Und es kommt halt, wie gesagt, dieser süßliche Geschmack, dieser bärenartige Geschmack mit. Man kann jetzt nicht sagen, das ist eine Johannisbeere. Es schmeckt aber auf jeden Fall bärig, wie du schon gesagt hast. Lässt sich einfach angenehm rauchen und kommt dem Geruch insgesamt schon sehr nahe, finde ich. Ja, das Einzige, was man noch leicht merkt im Abgang, ist diese Grundtabaknote. Die schmeckt man definitiv auch wieder raus. Aber das ist, finde ich, bei leicht, fast allen Dark Blend Tabaksorten so. Ja, ich finde, du schmeckst es ganz leicht raus. Ich finde es nicht so krass wie bei einem Kismet. Ja, Kismet hat uns mehr ausgeschmeckt, das stimmt, ja. Also grundsätzlich auf jeden Fall ein leckerer Tabak. Wenn ihr auf Dark Side steht, dann wird das auf jeden Fall eine Sorte sein, die euch schmeckt. Gehe ich zumindest von aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den nochmal holen würde nach der Dose, bin ich ehrlich. Weil erstens 20,90 Euro waren es, glaube ich, ne? 20,90 Euro, ja. Ja, ist schon relativ teuer. Und da finde ich, gibt's Tabaksorten, die für den Preis mir mehr munden. Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Ja. Wie gesagt, also Bär ist sowieso nicht ganz so meins. Wie du es schon gesagt hast, gibt wahrscheinlich auch noch geschmacklich andere, intensivere Sorten. Deswegen würde ich diesen Tabak 7,5 Punkte geben. Ich tendiere zu einer 7,5 so in der Richtung. Aber ich glaube, bei 7,5 können wir uns beide treffen. Können wir uns einigen, ne? 7,5. So sieht's aus, liebe Freunde. Hat sogar eine Stühle gewackelt. Sag mal. Kann man nicht sagen. Schöner Rauch. Lässt sich entspannt rauchen. Nach einer gewissen Zeit. Genau, nach einer gewissen Zeit, genau. Geschmack ist okay. Ja. Ich denke mal, ja, die Bärenfreunde, die können sich dann auf jeden Fall mal zulegen. Ja. Zumindest einmal ausprobieren. Vielleicht ist es ja was für euch. 7,5 Punkte von unserer Seite. Ja. Und dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen, kommentieren, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr den schon mal geraucht? Habt ihr andere Bärensorten geraucht? Wie sind eure Erfahrungen mit Darkblend-Tabak oder Nikotin-Flashes? Was sind eure Lieblingssorten von Darkside? Das würde mich mal interessieren, was ihr so gerne von Darkside raucht. Und dann würde ich noch zum Schluss sagen, ist Dämchen eben? Würden man dich loben? In diesem Sinne, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi, Gossi. Haut rein.